Hello again! Ich habe vernommen, ihr seid neugierig und wollt wissen, wie es im Rocket-Finale für mich weitergegangen ist. Ja, interessante, spannende Frage. Die erste Serie lief ja ganz gut, 800 Punkte, ganz solide. Wer das Video noch nicht geschaut hat, erstmal den Einstieg schauen. Da wird auch erklärt, worum es hier geht. Und wir starten jetzt hier direkt in die zweite Serie. Und ja, wie gesagt, wenn es so weiterläuft, dann wird es eine gute Platzierung. Aber wir haben ja erst ein Fünftel der Wegstrecke hinter uns. Jetzt kommen die zweiten 24 Spiele. Und da heißt es, wenn es geht, dieses positive Momentum mitzunehmen, die Konzentration hochzuhalten, konzentriert zu spielen, ja, und idealerweise dann auch gute Entscheidungen zu treffen und mit ein bisschen Kartenglück weiter im Rennen zu bleiben. So, das erste Spiel sieht allerdings nicht so aus, als ob ich mich da groß einmischen könnte. Hinterhand spielt Grang, meine Karte ausgesprochen hoffnungslos. Wir sehen hier, der Grang ist mit rein. So, was haben wir da? Einen kleinen Hänger. Die Karo Dame will nicht so richtig auf den Tisch. Nee, die Karo Dame, ich bin ja doch ganz durcheinander. Also muss ich auch nochmal gucken. Nein, es war natürlich die Karo Lusche. So, hier jetzt die Herz 8, der Tiefschnitt. Üblicherweise machst du dann mit dem König noch einen Stich. Zumindest ist das sehr häufig der Fall. Da kommt auch schon dieser Stich. Kreuz Ass rein, das langt noch nicht. Und da kommt der Abklapp. Ja, fünfmal Pik von oben ohne 10 Lusche. 10 stand aber blank, drei Bauern. Also natürlich ein erfreulicher Auftakt hier für Spieler 1. Was haben wir da? Man könnte, aber an sich ist es eine Nuance zu dünn mal wieder, ne? Da fehlt noch so das dritte Ass oder der zweite Bube, um da mal 18 verlauten zu lassen. Schauen wir stattdessen, ob Spieler 3 wirklich ein Spiel hat oder ob der vielleicht auch sich mit so einem Wackelding rumschlägt, denn da muss man sagen, können wir sicher ansetzen mit unserem Gegenblatt. Na, tut sich auch ein bisschen schwer, hat ein bisschen gebraucht für die Spielansage und dann ein 0. Und bei 0 geht natürlich immer was, also wir sind gespannt, wie der Spieler diese Partie erstmal eröffnet. Pik ist natürlich mit 7 und 8 gar nicht so schön, falls er da mal in der blanken 9 hockt. Gut, aber in Kreuz können wir sowieso nichts greifen. Da ziehen wir mal direkt den zweiten Kreuz hinterher. Falls Kreuz jetzt hier 3, 3, 2 steht, ich also 2 und die beiden anderen noch hier ein, dann habe ich jetzt gleich auf den letzten Kreuz einen Abwurf. Und jetzt versuchen wir mal eine Lücke sowas wie 7, 10 zu öffnen. Hier mit der 8, hinten kann hoch rüber, kann Kreuz spielen. Gut, tut er aber nicht, spielt direkt Karo zurück. Dann war in Karo wohl auch nicht zu holen, denn die 9 ist auch noch beim Alleinspieler. Nächster Versuch in Herz, wieder ganz klein mit der 7 los, mein Partner kann rüber. Ja, jetzt brauche ich tatsächlich die Herz 10 gar nicht abschmeißen, denn wenn mein Partner noch die 9 hat, dann langt das auch so und ansonsten bringt es nichts. Ich zeige stattdessen lieber mal die 7, damit mein Partner jetzt eben im Zweifel sich eher für die Herzfortsetzung als für Pik entscheidet, denn Pik würde ich inzwischen sagen, unwahrscheinlich, dass er da noch einen mitschleppt. Na, Spieler 1, er überlegt und da kommt Herz 9, da kommt Herz 9 und jawohl, erwischt. Erwischt auf 8 Bube in Herz. Tja, also in so einer Rocket-Qualifikationsserie auf jeden Fall 18. Hier kann man schon mal drüber nachdenken. 18 verlautbaren lassen, aber mit so einem gemischten Gefühl, also sofern da auch nur der Hauch einer Gegenwehr auftaucht, und das ist hier der Fall, natürlich sofort wieder zurück in den Schildkrötenpanzer und dann mal ganz vorsichtig rausschauen, was ist hier los, was wird hier passieren. Denn natürlich hätte ich eine ziemlich gute Findung gebraucht, also eine von den Top-Karten, Bube, Ass auf jeden Fall, vermutlich, oder irgendwie eine Kombination aus zwei Herzen, zwei Piken. Ja, die Chance sinkt halt signifikant mit jeder Gegenreizung. Und da kommt da auch ein Grang raus. Partner öffnet Herz. Gut, soweit so unauffällig. Tja, Herz 9, ein bisschen wenig, ne? Ist das jetzt eine Gegenfarbanzeige auf Karo oder ist das einfach nur die nackte Verzweiflung? Jedenfalls den Stich zu tauchen ist trotz alledem einfach keine gute Option. Du musst dieses Tempo an sich einmal mitnehmen. Wenn überhaupt, kann der Grang ja sowieso nur geschlagen werden. Wenn jetzt noch
irgendwelche Vollen bei meinem Partner sind. Ja, und mit diesen blanken Zehnern und blanke Zehn, bestellte Zehn, auch im Karo Ass zu dritt, habe ich gesagt, komm, tritt mal selber an. Ohne Stärke bei meinem Partner geht sowieso nichts und mal gucken, ob du jetzt hinkommst. Zumindest soll er seinen Buben nicht auf mehr Augen verstechen. So, Herz war tatsächlich blank ausgespielt. Ja, ohne Bube jetzt vielleicht beim Gang auch nicht die allerbeste Idee, aber okay. Ich muss sowieso Herz, Ass und 10 bedienen, also da passiert nicht viel. Pik König eben jetzt auch ein bisschen inkonsequenter, schon die 4 Augen reinzulegen, gut, aber damit ist der Drops ohnehin gelutscht. Kreuz Ass holt meine Kreuz 10, damit würde ich sagen, ist diese Messe gelesen. Ich denke, der Spieler ist jetzt schon zu Hause. Jetzt spielt der Kreuz raus, okay. Können wir zumindest versuchen, hier Rest zu machen. Wo ist Pik Ass? Okay, ich nehme mal mit. Pik Ass beim Alleinspieler, aber ja, der hat natürlich schon 64. Ansonsten hätte er eben natürlich sein Pik Ass auch noch hingezogen. Er hat da ganz, ja, einen auch nicht ganz allzu vielversprechenden Versuch unternommen, noch Schneider zu spielen. Und das ist natürlich sein gutes Recht. Ah, Mensch, eine Geschichte hier. Die Glocke. So, hier nochmal einmal Kling für den Null. Na, nachträglich. Da kann man es wieder sehen. Ich bin mit der Glocke, ich will nicht sagen auf Kriegsfuß, aber ich denke nicht immer dran. So, Spieler 1 spielt Grang. Ja, und guckt euch das hier wieder an. Ich habe nicht ein volles, ich habe also ein Ausspiel, ja, grottenschlecht. Alles kann verkehrt sein und entscheide mich natürlich gleich mal wieder für Kreuz, dem Spieler was hochgespielt. Arrgh. Bauern kommen auch verteilt, also nach diesem Auftakt sollte der Grang, der gar keine Gegenreizung gesehen hat, natürlich ganz leicht werden. Wäre an sich ein Wunder, wenn wir hier noch irgendwas überhaupt machen, denn nur zwei Bauern, die bestellte 10, er muss ja ein bisschen was haben. Hat mein Partner noch einen Buben? Tatsächlich. Das habe ich doch geahnt. Irgendwo muss noch ein bisschen was stecken, sonst hätte er die Karte längst aufgedeckt. Aber das hilft uns auch nichts. Wir bleiben Schneider. Also zwei sehr überzeugende Spiele von Spieler 1. Ja, ich sprach demnächst von diesen vier Königen, ne? Ich habe sie natürlich nicht immer. Manchmal sind sie auch kombiniert mit Damen. Dann kommen sie dafür mal zu fünft um die Ecke. Gut, den Karo Buben wollen wir auch nicht verschweigen. Aber Spaß beiseite, das ist natürlich wieder nichts. Und wir sind jetzt schon im fünften Spiel. Und inzwischen habe ich so das Gefühl, ja, das fühlt sich so ein bisschen schon wie so eine Durststrecke an, ne? Also wenn jetzt nicht gleich ein paar Spiele oder ein paar Ansätze hinterherkommen, dann würde ich sagen, dann haben wir irgendwann eine Durststrecke. Das Gute ist, in so einem Turnier, was über 5 Serien, über 120 Spiele geht, da kommt immer eine Durststrecke. Das ist ganz normal. Das ist zwar nicht schön, es wäre schön natürlich, wenn du immer jedes zweite Spiel einen tollen Ansatz hast und wirklich jedes dritte Spiel dann auch bekommst und easy gewinnst. Aber dann wäre das Spiel vielleicht auch zu einfach. Also so ist es nicht. Das gehört dazu und ich sag mal so rein von der mentalen Geschichte her ist es gut, wenn man das weiß und wenn man sich quasi auf so eine Durststrecke, ich will nicht sagen freut, aber wenn man sie jetzt begrüßt wie einen alten Freund, ne? Mein alter Freund, die Durststrecke, wir wollen jetzt mal ein paar Meter gemeinsam gehen. Und wir wollen dabei die Landschaft genießen, links und rechts. Wir genießen dabei, wie Spieler 1 und Spieler 3 ihr Talent hier unter Beweis stellen, ihre Grangs und anderen guten Spiele vorzelebrieren. Wir schauen mal nach links vom Wegesrand, wir schauen mal nach rechts. Vielleicht schauen wir auch einfach mal in die Luft und gucken, ob uns der Himmel auf den Kopf fällt. Auf jeden Fall skatspielerisch hier. Im Moment in diesen Spielen nicht viel los. Gut, 38 Augen bekommen. Spieler 3 hat den 0, den verlorenen, also inzwischen auch so einigermaßen weggesteckt. So, hier vielleicht. Sind das 18? Nein. Mein Freund, die Durststrecke, der hier links neben mir läuft, hat mir ins Ohr geflüstert. Nee, ich bin noch hier. Das ist noch nicht dein erstes Spiel in dieser Serie. Bleib cool, relax. Ja, und so habe ich es auch getan. So, auf Pik Bube fällt Karo Bube, riecht nach dem 7-Trümpfer, ja, und dann fällt Karo Dame. Und das ist natürlich schade. Also Spieler 3 hat hier so ein, aus meiner Sicht, ein bisschen unscharfen Zug gespielt, ne? Mit Karo Bube und
Herzbube solltest du auf Pikbuben nicht den Herzbuben legen. Denn es kann auch eben mal genau diese Konstellation sein, auch wenn sie vielleicht nicht so erwartet ist, dass ich den ersten Stich nicht mitnehme. Aber ich will ja dem Alleinspieler es auch nicht so leicht machen. Ich will ihm vielleicht auch ein bisschen unrunden Trumpfstand suggerieren. Es könnte ja auch mal ein Fünftrümpfer sein. Jetzt scheint es eher ein Sechstrümpfer zu sein. Aber von daher, diesen Herzbuben, der kommt mir hier in der Ecke zu früh. Klar, wenn du einen Trumpf vollen hast, dann legst du den Herzbuben, aber jetzt ist letztlich ein Trumpfstich dadurch verschenkt worden. Gut, ich verifiziere hier, es handelt sich tatsächlich um den Sechstrümpfer. Ich schiebe den Trumpf zurück und erlaube einen Abwurf. Wir sehen, zum Sechstrümpfer sind noch zwei Herzen dabei, 10 und König. Ja, und dann wohl noch zwei andere unbekannte Karten. So wie er über die Trümpfe geht, wird das wohl eher das bestellte Kreuz Ass sein. Andererseits hat mein Partner hier jetzt gerade Pik 10 abgeworfen, das heißt, der stellt sich noch in den Kreuz König zu dritt. Da halte ich dann aus Sicherheitsgründen die andere Farbe, sodass wir auf jeden Fall aus dem Schneider krabbeln. So, 400 zu 40, Spieler 1 im Vergleich zu Spieler 2, das bin ich. Also, 10-mal so viele Punkte. Aber ihr wisst ja, das geht immer schnell. Ich habe immerhin auch schon einmal mit 40 zugeschnappt. Und für die nächsten 40 bin ich also jederzeit bereit. Dies hier wäre ja bei einem etwas kürzeren, wilderen Format natürlich auch eine Nullreizung, ne? Klar, im Prinzip, wenn man so durchzählt, Pik 10, Bube, Karo 9 und Kreuz 10 schon 4 Faule, aber 7, 10 hält ja häufig auch. Auch 8 und 10 kann gut mal halten. Die 8 kannst du auch ausspielen. Ne? Karo 9 macht auch nicht jedes Mal einen Stich. Also zwar durchaus eine Menge kleine Lücken, die noch zu verteidigen oder zu kitten sind, aber trotz alledem wäre auch das sicher erstmal ein reizbares Spiel. Andererseits in diesem längeren Format will ich in so eine 50-50-Dinger an sich gar nicht reingehen und 0 bietet vor allen Dingen auch so wenig Chance, dich durch gute Spielzüge noch zu verteidigen. Das ist immer einfach so eine Wette, ja, treffen die Gegner das nun irgendwie oder nicht? Und da habe ich jetzt im Moment noch keine Lust zu. Das kann sich natürlich aus taktischen Gründen im Laufe von so einem Turnier auch ändern. Wenn du ein bisschen hinten an bist, wenn du Punkte brauchst, dann wirst du später im Turnierverlauf solche Spiele auch nehmen wollen oder müssen. Aber noch bin ich nicht verzweifelt genug. So, der letzte Kreuz hier bei meinem Partner. Natürlich tauche ich. Also die 10 wäre einfach viel zu viel. Na, klar kann das einen günstigen Abwurf ermöglichen, aber dafür haben wir sp später auch noch Überstichfantasien in Herz. Spieler hat auch gar kein Interesse, was abzuschmeißen. Ja, warum nicht? Weil er seinen Trumpf vollen nehmen wollte und seine beiden Asse ziehen und damit ist er wohl jetzt auch schon wieder sehr, sehr weit gekommen. Also wenn er den Kreuz Buben hat, dann wird er die Herz 10 festhalten. Dann wird er die ohnehin bekommen. Ja, so ist es auch. War unsere einzige Chance, denke ich, hier realistisch das Spiel noch zu gewinnen, dass Kreuz Bube bei meinem Partner sitzt. Ja, 74 Augen. Das deckte sich so mit meinem Bauchgefühl. Ja, wir kommen der Sache langsam näher. Das ist ja mal ein Ansatz, aber da seht ihr es schon, bevor ich überhaupt dazu komme, den Schnabel aufzumachen, haben es schon zwei andere getan. Und unter diesen Voraussetzungen, ja, da strecke ich die Fühler nicht weiter raus. Oh, Überraschung, Kreuz ist Trumpf. Da haben wir mal das volle Fund dagegen mit beiden Trumpfvollen. Gut, also hier könnten leicht verdiente 40 Punkte warten. Ist natürlich ein bisschen fraglich, was passiert da mit Karo 10? Und es geht so typisch los, ne? Spieler ohne Trumpf oder mit sehr Kurztrumpf sucht gleich wieder die Stechfarbe. Das siehst du als starker Trumpfmann gar nicht unbedingt so gerne. Denn, nur mal angenommen, es ist ein Sechstrümpfer, dann stehen die Trümpfe jetzt schon gleichmäßig von der Anzahl und damit geraten für Endspielsituationen die Trumpfvollen schon leichter in Gefahr. Es ist auch die Karo 10 jetzt nicht geöffnet und ich habe auch in Herz später kein Überspiel mehr. Gut, das ist mit dem König ohnehin schwer, aber es sind so eine ganze Kette von Argumenten, die
an sich auch dafür sprechen, nicht unbedingt als ganz trumpfschwacher Mann gleich die Stechfarbe zu suchen, sondern zu versuchen, dem Partner hinten einen vollen frei zu spielen. Das kann durchaus auch hilfreich sein. So, Kreuz Bube sehe ich natürlich sehr gerne, der nimmt ein bisschen die Kontrolle. Okay, noch Trumpf hinterher ist auch schön. Ich komme ran, habe das Trumpf Ass heim und es sieht nicht so aus, als ob Spieler 1 jetzt noch irgendwie sinnvoll Jagd auf meine Trumpf 10 machen kann. Doch klar kann er, ne? Er kann jetzt Pik rausnehmen, Pik 10 hinterher, dann Karo oben unten und schon muss ich dann doch wieder selber antreten. Aber bisher hat er noch nicht diesen Eindruck erweckt, dass er es so rum versucht. Ja, und jetzt sehen wir auch warum. Er ist einfach zu schwach auf der Brust, er hat gar nicht das Karo Ass. Vielleicht auch nicht mal die Pik 10, also wahrscheinlich jetzt noch den Karo König zu dritt. Mein Partner nimmt auch raus, denn das langt uns natürlich. Ich kann jetzt hier noch abtragen. Ich kann auch, ach guck mal hier, ich kann auch überstechen, einfach den Vollen mitnehmen, ihn in Karo wieder einspielen, antreten lassen und dann habe ich jetzt hier noch die beiden Trümpfe, die Schere. Jetzt spielt der Trumpf raus, also Karo Bild kriege ich hinten raus auch noch. Ja, gut, okay. Wie gesagt, das ist nun wirklich kein Grund zu applaudieren für eine großartige spielerische Leistung. Aber die 40 Punkte nehmen wir natürlich trotzdem mit. Ja, und warum hat denn Spieler 1, der stand doch so gut, warum nimmt der denn jetzt so ein Graupenspiel? Kann man sich zu Recht fragen. Natürlich standen jetzt 5 Trumpf dagegen, aber dieser 5 Trümpfe hatte ohnehin kein Trumpf volles und in der Beikarte ein König zu dritt. Ja, haben wir also auch schon stärkere Spiele gesehen. Spieler 3 robbt ran mit einem Grang. Ja, der sieht ja auch wieder bisher überzeugend aus. Lässt sich nichts anmerken, wenn da noch irgendwo eine Schwäche ist. Nee, ist nicht. Also jedenfalls nicht genug für uns, würde ich sagen, nach Pik 10. Ist alles klar, die Batterie ist stark genug, geschlossen genug, lang genug. Da wird es bei uns hier höchstens um Schneider frei wieder gehen. Und wir müssen uns jetzt schon entscheiden. Hier, das Herz Ass trage ich ab und es war richtig, um diesen einen kleinen Stich zu halten, im letzten Stich, dass wir überhaupt nicht Schneider schwarz werden. Also eine schöne Geschichte. 300 für Spieler 1, jetzt auch 380 für Spieler 3. Und mein Kumpel, die Durststrecke, ja, er unterhält sich gut mit mir. Und er sagt mir sowas wie: Daniel, lass uns noch ein paar Meter gemeinsam gehen. Es ist gerade so schön. Alles läuft so gut. Wir ändern nichts dran. Ja, und ich sag ihm: Mensch, Durststrecke muss das sein. Ich will doch auch mal hier mitspielen. Jetzt zum Beispiel. Aber er sagt: Nö. Du kannst das ab, du gehst noch ein paar Meter mit mir. Und natürlich hätte ich jetzt hier vom Weg abbiegen können und sagen können: Komm, vier Volle, ein Bauer in Vorhand, ich ignoriere diese 18 aus Mittelhand und die 20 und ziehe einfach noch weiter. Aber nee, dann einfach so ein Ding mit dem Beetspiel zu starten, ist auch nicht die geilste Idee. So, Spieler 3 hat hier Karo 10 König in der Hand, im ersten Stich gestiegen. Das war natürlich gut für ihn. Dafür kommt das dicke Ende jetzt. So, und nach diesem Stich, er wird ja noch weitere Fehlkarten in der Hand haben, ne? Das ist klar, zwei Karos. Pik oder Herz, jetzt ist die Frage. Wenn er einen 7 Trümpfe hat, dann hat er nur noch eine Fehl. Dann wäre jetzt Pik Ass natürlich eine tolle Karte. Wenn er aber nur einen 6 Trümpfe hat, dann steht er womöglich auch noch in der bestellten Pik 10, ne? Klassiker, Karo 10 König an der Seite, zwei Herz gedrückt, Pik 10 bestellt oben, denn in Herz ist ja keine Stärke, die er halten kann, oder eben auch zwei Pik gedrückt und tatsächlich Herz oben, wenn er gar keinen Vollen hat. Also, das sind so die Überlegungen. Ihr habt gesehen, ich hatte eben schon so Pik Ass in der Flosse, aber dann habe ich mich doch entschlossen, Karo zu spielen. Abwurf Pik, gut, der kam schnell, gefällt mir nicht, Pik 10 auch nicht. Könnte ein Bluff sein, ich versuche es jetzt, war es aber nicht. Gut, und dann sieht es irgendwie wie ein Siebentrümpfer aus. Das Schöne daran, wenn das wirklich so ist, dann hätten wir das Spiel wohl ohnehin nicht gewinnen können. Auch nicht, wenn ich da einmal, da haben wir es schon, Rest beim Spieler. Auch nicht, wenn ich da noch Pik Ass 10 zwischenziehe. Das hätte nur optisch ein bisschen was gebracht. So, jetzt geh, geh. Jetzt will ich. Das muss doch meins werden. Was ist denn da los am Tisch? Was reizen die denn? Was haben die denn? Die haben doch nichts.
Die sind schon bei 30, bevor ich hier überhaupt einmal Luft holen kann. Gut, komm wieder, Durststrecke, komm her. Unterhalte mich weiter, flüster mir weiter schöne Dinge ins Ohr und wir schauen erneut, was hier so abgeht. Ja, erst reizen und dann nicht wissen, was tun, oder wie? Spieler 3 gewinnt das Reizen mit 33. Und jetzt muss er erstmal überlegen: Ja, Mensch, was mache ich denn? Aha, Kreuzhand. Ich bin gespannt. Die Eröffnung gefällt mir natürlich. Für ihn womöglich nicht günstig getroffen, weil ich den Kreuz Buben blank habe, ist der Pik Bube natürlich eher ein Treffer für uns. Vier Augen. So, und komm. Hand hat allerhand. Also, ich will jetzt hier mal ein Spiel schlagen. Nicht auf die softe Weise, sondern hardcore. Mein Partner hat schließlich auch noch gereizt. Jawohl. Deswegen habe ich mir gedacht, versuchen wir mal, ob in Karo was drin ist. Da haben wir schon mal 21 abgegriffen. Ja, und ich denke, jetzt kann ich doch auch Karo fortsetzen. Pik Volle habe ich zwar kurz, aber die 33er Reizung sagt mir, die laufen wahrscheinlich gar nicht. Frage jetzt nur Karo Lusche oder Karo König, aber ich denke, hau mal den Karo König rauf. Spieler 3 weiß ja noch gar nicht, dass ich die so lange habe und vielleicht geht er da auch mit dem Trumpf Vollen rauf. Nee, er geht nur mit dem König rauf und mein Partner sticht über. Pik jetzt auch nicht. Ob das reicht? Dann müsste er jetzt aber noch eine gewaltige Schwäche in Herz haben. Na, wir stehen jetzt so um und bei 40 Augen, aber es fehlen jetzt natürlich in Herz noch beide volle. Ja, wenn da keiner von liegt, wenn Spieler 3 noch in der Herz 10 hockt und das Herz Ass nicht im Stock ist, dann würde ich sagen, kann sich Glocki hier schon mal langsam warm machen. Glocki, bist du denn bereit? Aber es wird hier noch gekämpft. Also wir wollen nicht zu früh hier mit der Glocke aus dem Sack kommen, sondern wir warten natürlich ab, was hier für Tatsachenentscheidungen getroffen werden. Das will gut überlegt werden. Schließlich ein Stich mit Trumpf 10 und mein Partner kommt schon nicht mehr rüber. Also in Trumpf werden wir es nicht mehr retten. Es muss dann schon der Herzstich sein. So, und jetzt langt ja auch schon ein Stich mit einem Herz vollen bei meinem Partner, wo ich dann das Pik Ass reinsemmeln könnte. Da müssen nicht mal mehr 21 fallen, aber dieser Vortrag deutet doch darauf hin, dass jetzt entweder die, jawohl, die 21 fallen oder nicht. Oh, und da ist auch Spieler 3 jetzt mal wieder ein Stück zurückgefallen auf erneut auch nur noch 336 wieder hinter Spieler 1. Ja, und das Spiel war gar nicht so schlecht, ne? Sieben Trümpfer, eine Karo Lusche und eine bestellte Herz 10, einfach bestellt. Ja, ging los mit dem unglücklichen Trumpfaufschlag, wobei der nicht mal viel gekostet hat. Aber hat sich eben fortgesetzt, 21 Karo getroffen und dann in Herz auch alles rausgeholt. Tja, und was soll ich euch sagen? 18 habe ich wieder geboten, das ist ja wohl klar. Aber auf 20, das Ding jetzt als Handspiel ohne Trumpf Volles, mit noch dieser Kreuz-Dame an der Seite gegen eine Gegenreizung. Nee, nee. Die Chance ist einfach wieder nicht auf meiner Seite. So, was habe ich hier gemacht? Was habe ich hier gemacht? Ich habe darauf spekuliert, dass die Pik 8 blank war und der Alleinspieler dann in 10 Dame 9 hockt. Und dann wäre das Steigen mit dem Ass gerade relativ fatal, beziehungsweise würde ihm alles schön hochspielen. Dann hätte ich gesagt, nimm lieber die 10 raus und wenn ich mit Trumpf rankomme, kommt Ass, König, Lusche, Dame und zweimal Schmierung. Aber Überraschung, oder was heißt Überraschung? Zweite mögliche, plausible Möglichkeit. Mein Partner hat wohl selber aus der 10 zu dritt ausgespielt. Ja, und dann sieht das natürlich jetzt erstmal dusselig aus. Klar, keine Frage, aber es gab einen Grund und in dem Fall ist die Verteilung anders als die, auf die ich spekuliert habe. Und schaut mal an, Spieler 3. Ja, so ein leichtes Spiel hat er vielleicht doch nicht. Der geht da gleich über die Dörfer und versucht das hier abzuklären. Denn er hat offenbar fünf. Was ist denn jetzt los? Was ist denn bitte jetzt los? Er hat fünf Trumpf. Er hat einmal Ass Lusche, wo er gerade die Lusche abgetragen hat und jetzt das Ass gezogen hat. Und er hat drei Karos. Und wieso spielt mein Partner denn jetzt Trumpf rüber? Ja gut, er hofft, dass ich jetzt hier noch irgendwelche Karo-Stiche in der Hand habe. Aber mal ganz ehrlich, ich muss doch Trumpf kurz sein. Wäre jetzt nicht Kreuz, König oder sogar 10 nicht irgendwie die geilere Idee? Ja, ich bin not amused, aber was soll ich machen, ne? Ich kann an sich vielleicht hier nur hoffen, dass der Alleinspieler nicht mal über Karo Bube rüber kann oder es dann nicht tut.
dass wir noch irgendwie die Karos gestochen und die Trümpfe getrennt kriegen, dass ich noch irgendwo mit dem Kreuz Buben doch noch die Kreuz 10 vielleicht festhalten kann, ne? Wenn jetzt der Spieler rübergeht, nochmal Karo bringt, mein Partner nochmal sticht, aber wenn der nicht ganz schusselig ist, wird er jetzt einfach nochmal einen kleinen Trumpf auspacken und dann bricht hier unser komplettes Ding zusammen. Die vier Trümpfe, die Spieler 1 hat, die sind dann, also die ich ihm inzwischen natürlich über diesen Trumpfvortrag zutrauen muss, ja, die sind jetzt auch alle nichts mehr wert. Und in Karo kann er sein Kreuz vollen, wenn er ihn denn hat, und er hat ihn nicht mal. Er hat ihn nicht mal. Warum spielt er denn nicht Kreuz König? Ich als Zweitrümpfer steche die Kreuz 10 ab. Wir haben ihn schön in der Gabel. Ich bringe wieder Karo. Er kann stechen. Ich kann danach noch den letzten Kreuz mit dem alten festhalten. Das Spiel wäre ja komplett aus der Kurve geflogen und jetzt wird es mit 78 gewonnen. Also, das war schade. Das war eine verpasste Gelegenheit. Jetzt vielleicht eine Gelegenheit für mich, aber will ich sie? Will ich diese Gelegenheit? Jetzt, wo ich so drauf gucke, würde ich sagen, Mensch, 18 hätte ich eigentlich halten können oder sollen. Aber hier, er sitzt da noch und er sagt, Mensch, ne? Und das ist, wäre gerade so typisch. Erst vier Päckchen nichts kriegen, dann noch gegen eine Reizung so ein Ding mit vier Trümpfen und einem Ass halten, ja, bei 18 rankommen und dann einen vermurmeln. Gut, jetzt ist ein Grang unterwegs, ich wäre wohl gar nicht rangekommen. Aber ich habe mich eben jetzt auch damit arrangiert, dass hier im Moment noch nichts passiert und dass ich jetzt nicht zu früh in die schlechten Chancen einsteige, sondern diszipliniert warten, warten, wie das Krokodil, was im Nil liegt. Ne? Man hört das manchmal, die liegen da teilweise 3 oder 4 Monate und nicht ein Gnu kommt vorbei, ne? Nicht eins. Also so fühle ich mich jetzt gerade, ne? Aber trotzdem die Augen immer so ein bisschen über der Wasseroberfläche. Denn irgendwann, irgendwann kommt die Herde. Und dann holst du dir die Punkte. Dann holst du dir die Punkte und die müssen dann ein bisschen reichen. Da musst du dich dann satt fressen. Ja, für die nächsten 3 Dürremonate. So, und jetzt würde ich sagen, das muss es doch sein. 3 Bauern, endlich mal ein Ass zu dritt. Braucht auch noch Verstärkung. Aber was ist hier los? Was ist hier los? Spieler 1 hält 36. Obwohl ich auch, ja, schnell flüssig durchreize, obwohl ich noch gar nichts hier gespielt habe und er deswegen an sich ahnen könnte, dass hier auch durchaus diszipliniert gespielt wird. Aber er hat ein besseres Spiel oder er glaubt ein besseres zu haben. Er geht hier auf Karo Hand. Nun gut, hoffe ich mal, das muss man ja sagen, da bin ich angefressen, ne? Nach so einer Geschichte bist du angefressen, du kriegst nichts und wenn es dann mal soweit ist, dann wird von den Spielern, die schon genug Material haben, mit, ja, du weißt es nicht, was für Spielen dagegen gehalten. Also jetzt muss er an sich bestraft werden. Und was ist das bitte für ein Aufschlag? 11 Augen, zwar ja, aber letztlich kann man an sich sagen, Spieler 1 ist sein Kreuz König, aber verdammt günstig losgeworden, ne? Und wo soll jetzt mein Kreuz Ass noch nach Hause gehen? Also was hat Spieler 3 da gemacht? Und noch schlimmer wäre natürlich, wenn Pik Ass drin liegt. Liegt aber nicht. Und was macht er denn jetzt? Wieso zieht er denn jetzt Pik Ass hinterher? Mann, du, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Kein Stück Holz, keine Tischkante in der Sicht. Wieso haut er denn jetzt das Pik Ass auf den Tisch? Mensch, da drehst, kannst du verrückt werden. So, jetzt kommt Pik Lusche. Gut, dann kann ich wenigstens Herz abtragen. Dann kann ich hier ein bisschen was beißen. Meine Buben werden hier noch ihr Futter sammeln. Herz, Ass und 10 wird beim Spieler sein. Ja, 6 Trümpfer. Gut. Ich will jetzt das Kreuz Ass noch nicht direkt auf den Tisch schauen. Vielleicht hat mein Partner nämlich einen Herzstich drin oder sehr wahrscheinlich. Sonst hätte er den König noch nicht gelegt. Was macht er denn jetzt? Sag mal, will er denn jeden einzelnen Vollen, den er hat, jetzt dem Alleinspieler in den Rachen schmeißen? Das gibt's doch überhaupt nicht. Mann, 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 Mann. Ja, ich glaube, ich muss die Herz 10 trotzdem mitnehmen und jetzt einfach hoffen, dass die. Wenn er schon so großzügig mit seinen Vollen ist, muss ich hoffen, dass er die Pik 10 auch noch hat. Und er hat die Pik 10. Und ja, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir den Sack damit trotzdem zugemacht, obwohl nun wirklich hier nicht brillant gespielt wurde, obwohl es viele, ja, Unschärfen gab, Kreuz Ass nicht nach Hause bekommen, Pik Ass an sich auf dem Altar geopfert und trotzdem konnte das Spiel nicht gewonnen werden. Ja, und da muss man sich doch fragen, was hat denn Spieler 1 sich da jetzt bei gedacht? Er steht sehr solide auf 450 oder so und jetzt hält er in Mittelhand 36. Ja, er hat 6 Trumpf, er hat einmal Ass 10 Lusche, aber er hat doch auch
einen blanken König noch in der Hand und er muss sich doch wohl auch an sich fragen, was denn Hinterhand da am Reizen ist. Ich meine, es stehen jetzt gerade mal vier Trümpfe dagegen, ne? Er kriegt die Kreuz 10 zum Stechen, er kriegt das Pik Ass zum Stechen. Die Karte sitzt nicht mal super extrem und trotzdem kriegt er hier 54 Augen. Also, das ist dann bitter. Gut, ich nehme auch die 40 Punkte mit. Man kann sogar sagen, womöglich bin ich damit gut beraten. Mein Spiel war ja auch noch nicht vollständig, ne? Weiß jetzt nicht genau, was drin lag. Aber in dem Moment, ja, ich wollte ja selber spielen, ne? Und potenziell mit einem Gewinnspiel hätte ich natürlich deutlich mehr Punkte gemacht als diese 40, die ich mir jetzt auch noch mit dem anderen Spieler teile. Aber okay. Setz Skat, ne? Ja, und mein Kumpel Durststrecke, sag mal, willst du dich jetzt nicht mal langsam trollen? Willst du nicht langsam mal deiner Wege ziehen? Das Turnier ist hier bald vorbei, beziehungsweise die zweite Serie ist bald vorbei und ich habe noch gar nicht mitgespielt. Ist ja auch ein bisschen langweilig. Wir haben ja auch Zuschauer übrigens, die erwarten, glaube ich, und hoffen auch, dass hier ein bisschen mehr sich nochmal bewegt, dass wir uns nicht nur wie ein Aasgeier von den 40 Punkten ernähren. Also troll dich, das sage ich dir. So, jetzt ist es raus. Und was hat denn jetzt hier Spieler 3 für Sorgen? Hat der schon wieder Sorgen? Gut, vielleicht wollte der mich auch nicht in meinem Zwiegespräch stören. Einfach mal hier die Sache ausdiskutieren lassen. Nimmt nochmal auf, drückt nochmal neu, nimmt nochmal auf, schaut nochmal, ja, diese oder jene, einmal links, einmal rechts. Am echten Tisch wird er jetzt vielleicht sogar so durchmischen, weil er irgendwie Paranoia hat, dass wir ihm hier irgendwie in die Karten schauen. So, und jetzt geht's los. Kreuz ist Trumpf. Erstmal mal voll rein damit. So, jetzt wechselt mein Partner die Farbe. Okay, dann war Herz wahrscheinlich blank. Aber wo ich drei Trumpf habe, wird mein Partner nicht mehr haben, sehr wahrscheinlich. Schon gar nicht bei dieser schwachen Herzbeikarte, sondern höchstens genauso viele, vielleicht sogar nur zwei. Und dann kann er sich hier schön einmal in Trumpf kürzen. Also wir kriegen den Trumpfstand aufgelöst. Deswegen logisch, dass ich jetzt direkt mit Herz von oben und dann von unten weiterspiele. Aber mein Partner, okay, das deutet eher darauf an, dass er drei Trümpfe hat. Denn dem ist das noch zu wenig. Der will diese drei Augen gar nicht stechen. Der behält seine Trümpfe lieber in der Flosse. Okay, also 5 Trümpfe, dreimal Herz dabei. Ja, Pik Ass wird er wohl nicht auch noch bedienen. Ich kann jetzt hoffen. Oh, doch, er muss noch Pik dabei haben. Ich wollte jetzt an sich Karo rüberspielen, um danach mich noch einmal Trumpf kürzer zu machen und dann mein Pik Ass in den letzten Trumpfstich zu knistern. Was macht denn da mein Partner? Nee, ich habe das Spiel ja komplett falsch interpretiert. Das ist doch ein viel trumpfstärkeres Spiel, was jetzt hier mit 73 Augen gewonnen wird. Ja, dann, Spieler 1, warum stichst du denn da nicht über? Das ist die nächste Überraschung, das ist die nächste Frage, die wir aber hier heute nicht erklärt bekommen, nicht beantwortet bekommen. Es ist ja, wie es ist, also endlich, endlich, das muss es jetzt sein. Ich glaube, den lasse ich nicht laufen, den reize ich zur Not auf Krang Hand. Troll dich. Und lass dich hier nicht mehr blicken, Durststrecke. Hoppla, jetzt komme ich, jetzt geht's los, es wird aber auch Zeit, ne? Oh, und die Findung war jetzt schon nicht dolle, ne? Nicht dolle, vier Augen drücken. Die gute Nachricht, wir brauchen hier nur ein einziges volles. Und wenn Pik nicht zu dritt dagegen sitzt oder zu viert, also wenn Pik 2-2 steht, mit anderen Worten, wenn ich Pik 9 auch den Stich mache, dann ist das Spiel sowieso schon gewonnen, weil sie dann nur drei Luschenstiche mit 5 Vollen bekommen können. Also natürlich ist das ein Grang. Und normalerweise läuft der auch ganz, ganz einfach. Da fliegt schon mal die Pik 8. Dann kann ich einfach mal testen, ob der Sieg sofort schon greifbar ist. Ist er nicht. Pik König steht zu dritt. Also ich gebe die 4 Stiche ab, aber was mich vor allen Dingen hier ein bisschen fuchsig macht, was ist denn jetzt Herz Dame? Herz Dame, die sieht ja auch schon so blank aus. Wie sitzt denn hier die Karte bitte? Ja, verdammte Scheiße, der hat ein Herz blank, der hat ein Pik blank. Oh, und jetzt gehen die Vollen da nur so rein. Guckt euch das mal an. 42 Augen haben sie und ich habe noch zwei Stiche in der Abgabe. Jetzt wird das Ding plötzlich brandheiß hier. Wir sind in Spiel 16, mein erster Auftritt und es wird brandheiß. Gut, den Herzkönig muss ich erstmal stechen, sonst ist das Ding ja ganz schnell erledigt. Ja, und wenn also Spieler 1
viermal Herz und dreimal Pik hat, plus den Buben, dann hat er ja überhaupt nur noch zwei andere Karten. Das heißt, Kreuz sitzt sehr lang bei Spieler 3. Jetzt geht es darum, den letzten Vollen zu erobern. Das ist die Karo 10. Und dazu muss ich letztlich schauen, wen ich anspiele. Wem also traue ich die Karo 10 zu? Wenn ich die Spieler 3 zutraue, dann muss ich Kreuz von oben und dann Kreuz von unten spielen. Und dann muss er selber mit Karo 10 kommen. Und wenn ich sie Spieler 1 zutraue, dann muss ich Pik von oben und Pik von unten spielen. Und dann muss Spieler 1 mit der Karo 10 antreten. Und diese Überlegung wird jetzt hier das Spiel entscheiden. Und meine Überlegung am Ende des Tages: zuerst wimmelt Spieler 3 die Kreuz 10 und dann erst das Karo Ass. Das bedeutet für mich, er hat nicht in Karo beide Vollen. Karo 10 muss ich Spieler 1 geben. Sonst wäre die Wimmelung andersrum erfolgt und deswegen versuchen wir es jetzt so rum. Oh, und da kommt die Karo 10. Heieieiei. Da bin ich aber nochmal davon gekommen. Kreuz tatsächlich auf 5 zu 0 bei Spieler 3 verteilt. Also krasses Ding, aber jetzt ist der Bann hoffentlich gebrochen. Aha. Na, 20 wollen wir uns mal rausleiern. Mal gucken, tatsächlich nur eine Anreizung. Und da kommt das vierte Ass. Ah, jetzt wird es doch wieder warm, ne? Wir haben vier Asse, eine 10. Natürlich können wir irgendwie 14 Augen drücken zum Grang, aber wir haben da diese 18er Gegenreizung aus Mittelhand. Und natürlich überlege ich und schaue mir das ganz genau an. Können wir das Risiko irgendwie minimieren? Können wir zum Beispiel Pik Ass mitdrücken? Ja. Zum Beispiel Pik Ass, Karo 10 oder so. Ja, aber dann kriegen wir nur drei Stiche, ein Pflichtbild, dann kommen wir nur so auf Mitte 50. Was hat diese 18er Reizung zu bedeuten? Gibt es irgendeinen Plan B, außer dem offensichtlichen Plan A, 14 drücken und den Grang durchziehen? Also Karo 10 und einen der Könige. Gibt es noch eine Möglichkeit, das Risiko ein bisschen zu minimieren? Das ist das, was ich jetzt gerade überlege, denn du kannst ab und zu mal so einen Grang mit einer Drückung noch ein bisschen im Risiko reduzieren, aber ich fürchte, es geht nicht. Und ich habe mich auch entschlossen, ja, Karo 10 ist im Prinzip genauso groß vom Risiko wie das Pik Ass. Wenn das Karo Ass gelaufen ist, fehlen noch drei Karos. Die können genauso 3 zu 0 stehen wie diese Piken. Bei der 18er Reizung ist das vielleicht sogar noch eher wahrscheinlich. Man kann auch argumentieren, ja, wenn deine Farbe frei ist, hätte er vielleicht sogar Hand gereizt. Ich weiß es alles nicht. Augen zu und durch. 14 runter Grang, ohne Vieren. Ich würde sagen, eins der Schlüssel- und Entscheidungsspiele. Es gibt keinen Plan B. Wenn jetzt hier ein Ass umkippt, dann kannst du dich, ja, nach diesem Start in die Liste schon fast aus dem Turnier verabschieden. Wir gucken mal hier, ob vielleicht eine Kreuz 10 blank sitzt, weil dann käme ich mit dem Karo Ass schon hin und bräuchte das Pik Ass nicht mehr, aber das ist nicht der Fall. Also, ja, dann, ich mag nicht hingucken. Pik Ass läuft, Karo Ass läuft und der Grang ist gewonnen. Hui! Und durchatmen. Und plötzlich bin ich wieder gar nicht so schlecht im Geschäft. 428 bei Spiel 17. Also lange ganz, ganz ruhig geblieben. So, und was haben wir hier? Können wir im Lauf ja wohl auch mal 18 verlauten lassen. Ich kriege das Spiel Kreuz Ass drin. Gar nicht schlecht. Karo Lusche natürlich nicht so dulle. Okay, erster Instinkt sagt, wir machen sogar einen Grang, aber letztlich, Instinkt ist hier kein guter Ratgeber, ne? Der Grang geht wirklich fast nur, wenn die Buben verteilt kommen und dann kann er noch knapp genug werden. Wir machen den Kreuz, der ist besser. Wir wollen uns jetzt keinen verstolpern. Zwei Luschen runter. Und ja, das Spiel braucht natürlich auch eine gleichmäßige Verteilung. Sieben Augen, ungewöhnlich. Was ist hier los? Ah, ich stehe hier schon unter Beschuss. Kaum, dass das Spiel losgelaufen ist. Ganz üble Verteilung. Viermal Herz vor mir. Vor allen Dingen hörst du sowas ungern ohne Gegenreizung. Denn ja, wenn die eine Farbe so extrem sitzt, dann sitzen die anderen Geschichten häufig auch extrem. Trümpfe zum Beispiel. Ja, und jetzt kommt Herz Ass. Und jetzt können wir uns wieder überlegen. Das läuft nicht gut. Also mit dem Alten jetzt zu stechen, kannst du machen, ne? Kann aber natürlich auch dazu führen, dass du dann Trumpfvolle verlierst und du verlierst Kontrolle. Herzbube. Ja, hat denn Spieler 1 jetzt mit diesen vier Herzen auch noch den Pik Buben und keine 18 gehabt? Mit beiden Herzvollen? Eher glaube ich, dass der Pik Bube hinter mir sitzt. Ich glaube, es ist korrekt, hier nur mit der Lusche zu stechen. Klar kommt dann der
Überschlag auf 42. Ja, aber jetzt sitze ich wenigstens hinten und drum fehlen noch vier Stück. Gleichmäßige Verteilung erwünscht. So, da kommt die Pik 10. Die nehmen wir natürlich erstmal. Und jetzt, ihr seht das, es geht recht schnell bei mir, so ein bisschen aus der Lameng instinktmäßig. Ne? Vielleicht sollte ich ein bisschen nachdenken und überlegen, muss ich jetzt schon auf Trumpf 2-2 gehen? Dann ist natürlich Trumpf von oben, Trumpf von unten besser. Aber ich will mich hier tatsächlich noch gegen Trumpf 3-1 ein Stück weit verteidigen. Und ich weiß ja auch, wenn Spieler 1 rankommt, da kommt garantiert der letzte Herz. Und der hat nur noch genau ein Herz und darauf kann ich dann die Karo Lusche abwerfen. So, und damit stehen sie auf 46. Es kommt der Herz, ich trage ab. Was geht rein? Pik König geht rein. Sie stehen auf 50, aber jetzt mein Spoiler-Alarm. Ich verzähle mich. Ich habe irgendwo vier Augen nicht mitgezählt. Ich habe sie auf 46 gestellt und ich habe gedacht, Mensch, ist doch wunderbar. Lass mal hinten schön überstechen, die Trumpf 10 auf 58. Denn wenn zwei Bauern noch zusammenstehen, sind sonst auch noch 60 möglich durch mein Herz Buben. Also hau ich hier ja auch relativ fix. Ich schaue mir den Stich sogar nochmal an. Ich schaue ihn mir nochmal an. Halleluja, da sehe ich ja jetzt erst. Was ist da in mich gefahren? Ich stand bei 46 bei den Gegnern. Ich habe irgendwo vier Augen nicht mitgezählt. Ich steche hier mit dem Vollen. Es kommt der Überschlag und ich freue mich. Ich denke, ich habe gewonnen. Ich denke, ich habe 62. Zieh den Buben und was ihr hier sehen könnt, Buben waren verteilt, Pik-Bube rechts von mir und ja, ich jubiliere und dann sehe ich, Ding, du hast das Spiel verloren, du Idiot, du hast dich verzählt, Glocke, Klingel, hell und klar, das sind bittere Momente und ich habe geschrien, hier, es ist der Tod, der sich hier an meine Tür geklopft hat in diesem Spiel und das ist eine üble Kiste, vor allen Dingen, ich kann das Spiel ja gewinnen und ich verliere es jetzt wirklich nur wegen so einer Unkonzentriertheit, einem Verzählen. Passiert mir in diesem hochdotierten Turnier. Wie ist denn sowas nur möglich? Oh. Und diesen Punkten, die Punkte kriegst du ja sowieso nicht wieder zurück, das ist ja mal klar. Aber diesem Spiel, wie du dem jetzt mental nachtrauerst. Ich kenne die Geschichte, ich habe es tausendmal gesagt, hack das Ding ab, ist immer ein guter Tipp, ist aber immer leicht gesagt. Ne? Natürlich wird mich dieses Spiel jetzt als Hypothek durch das Turnier begleiten. Ja, eben war es hier die Durststrecke und jetzt sitzt hier auf der anderen Seite auch noch die Hypothek. Du hast dir selber ein Gewinnspiel vermurmelt im achten Stich. Du hättest den Grand gewonnen, du kannst die Farbe gewinnen, du schaffst das jetzt im Prinzip im vollen Lauf, dich auf die Fresse zu maulen, auch noch unnötig. Und das, da soll man mal nicht verrückt werden, ne? Gut, weiter geht's. Es nützt ja nichts, jetzt die Flinte ins Korn zu schmeißen, ist keine Option. Wir haben immer noch drei komplette Serien und den Rest von dieser Serie. Logisch, man kann es auch mal eben ausrechnen, einfach Kreuz, 50 plus gegen 50 minus plus 48 und 24, 172 Punkte in den Wind geschossen und den Gegenspielern auch noch 40 dazu geschenkt. Tja, das ist die nüchterne Bilanz und jetzt geht das Leben weiter. Es muss weitergehen. Ich muss versuchen, das abzuhaken und hier weiter im Turnier das Beste draus zu machen. Immerhin, die gute Nachricht ist, die Durststrecke hat sich wirklich verflüchtigt. Es sind ja immerhin Spiele und Ansätze da. Da steht ja nicht zwingend drauf, dass jeder gewonnen werden muss, aber man kann ein bisschen arbeiten mit dem Material. Mal schauen hier. Zwei Reizungen stört mich in dem Fall nicht. Ich muss was tun. Ich finde den siebten Trumpf wunderbar. 14 runter, Karo wird getauft. Ja, und der sieht natürlich an sich erstmal stark aus. Nun muss man allerdings sagen, in Trumpf fehlt mir durchaus ein bisschen Kontrolle. Ja, und wenn, guck mal, Pik kommt gleich raus, muss ich gleich eine Entscheidung treffen. Schnippeln ist natürlich gefährlich, dann kann es gut mal sein, dass der Eintrümpfer oder Trumpfkurze Mann mir hinten das Pik Ass absticht. Den nehmen wir lieber raus, ne? Vor allen Dingen der König, das heißt mit Pik 9 Dame machen wir ja auch noch einen Stich. Da muss man aber eben sagen, werden wir hier auch gleich sehen. Guckt es mal an, da fällt Pik Bube, also Trumpf steht zu dritt wahrscheinlich, Pik steht auch zu dritt.
Und jetzt habe ich hier das Glück, dass Spieler 3 direkt die Pik 10 zieht. Denn das werden wir jetzt hier sehen. Trumpf 3 zu 1 und Pik 3 zu 1. Alle Vollen gehen rein. Und ich gewinne das Spiel jetzt hauchdünn mit 62, meine ich. Und wenn Spieler 1 dann noch einen Zwischenzug macht, bevor die Pik 10 kommt, ja, dann kann er auf mein Pik Bild spielen. Klar, ich kann das nur noch wieder kontern, den nächsten stechen, erstmal die Pik 9 spielen, die muss er dann natürlich laufen lassen, dann spiele ich dann Trumpf rüber, aber letztlich am Ende können sie gegebenenfalls, nee, wahrscheinlich werde ich so auch noch lösen können. Aber es war jedenfalls hauchdünn. Ich bin froh, dass ich hier mal dann wieder eins gewonnen habe. Das hätte mir noch gefehlt, hier gleich den zweiten hinterher zu schieben. Ja, und 447 ist ja nun gar nicht kompletter Totalschaden, aber nach dem, was hier passiert ist, bin ich alles andere als glücklich. So, wieder ein guter Ansatz. Und was macht Spieler 1? Er hält 24. Er hält 24. Warum tut er das? Er hat schon 3 verloren. Hat er so ein gutes Spiel? Ich überlege hier natürlich, ob ich es auf Hand ziehe. Aber es ist zu dünn. Pik König an der Seite sieht gar nicht gut aus. Und es sind ja auch nur 5 Trümpfe, muss man sagen. Plus die Reizung, das heißt, irgendwas ist im Busch. Ich glaube, ich bin besser beraten, hier das Glück nicht zu überzustrapazieren. Und das würde ich tun, wenn ich hier weiter reizte, das Ding auf Kreuzhand oder sogar auf Grang. Dann lass mal schauen. Dann lass mal schauen, lass mal sehen. Aha, ohne Vieren. Vermutlich mit beiden Trumpf vollen. Beikarte habe ich aber einiges. Oh, und Karo Ass geht gleich weg, aber dafür habe ich jetzt natürlich in Karo noch einen möglichen Überstich, beziehungsweise einen Abwurf. Also ob das reicht, okay. Sieht wie ein Sechstrümpfer aus. Ja, wenn er jetzt natürlich noch Kreuz Ass dabei hat, Ass zu dritt und nur eine Herz Lusche, dann wird er wohl gewinnen. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht hat er ja auch noch Probleme mit Herz 10 zum Beispiel. Also ich gehe jetzt mal darauf, dass er in der Herz 10 noch steht. Das Kreuz Ass soll er dann meinetwegen mal blank haben. Oh, und was macht er denn hier? Mein Partner hat noch einen Trumpfstich. Es ist nur ein Fünftrümpfer. Ja, dann ist doch wohl eigentlich jetzt Feierabend, ne? Dann kann er doch nicht mehr viel machen. Hat er an sich nur noch Herz dabei. War sogar Kreuz 10 letztlich gar nicht ganz präzise gespielt. Die brauche ich dann ja gar nicht wimmeln, falls mein Partner da wirklich noch rüber kann, denn jetzt sind die Trümpfe ja schon komplett raus. Ja, machen wir den Sack zu. Machen wir den Sack zu. Fünf Trümpfer mit der Herz 10 zu viert. Jetzt also keine Chance, obwohl Trumpf 3 zu 3 stand. Ja, schade, ne? Was macht denn Spieler 1 da? Der hatte so einen guten Start und macht daraus jetzt ein 4 zu 4. Reizt mir hier mindestens 2 sehr, sehr gute Ansätze aus der Hand. Ja, gut, ihm hat es natürlich auch nicht geholfen. Mir vielleicht ein bisschen, wenn ich mir nachträglich nochmal die Liste anschaue, würde ich vielleicht feststellen, dass ich das eine Spiel davon vielleicht gar nicht hätte gewinnen können. Dann nimmt man natürlich auch die 40 mit, aber kurzfristig am Tisch. Hast einen Hals, hast einen Hals, kommst nicht ran, der andere hat gar keine Chance. Du fragst dich, warum er mit so einer Graupe einfach nicht den Schnabel mal halten kann. Spieler 3 ist natürlich der lachende Dritte, profitiert von den leicht verdienten 40 Punkten. Jetzt gibt es noch einen Grang hinterher. Ja, und der scheint ihm ganz leicht aus der Hand zu gehen. Stechen, ziehen, von oben, von oben, von oben. Stehkarte, Stehkarte, Stehkarte. Ja, sieht aus, als ob wir hier mal wieder nur gegen Schneider oder Schneider Schwarz kämpfen. Da kommt ein erster Stich vorbei. So, was war denn nochmal mit Pik? Was war denn noch mit Pik? Ja. Hier habe ich das erste Mal, glaube ich, richtik gepennt. Pik König war der letzte Pik, der unterwegs war, und Kreuz nur noch beim Spieler 3. Also hier habe ich das erste Mal so richtig gepennt. Also ich habe vorher ja auch schon gepennt, wie wir gesehen haben, im Sinne von verzählt. Hier habe ich gepennt im Sinne der Tatsache, dass ich
nicht mehr auf dem Zettel hatte, dass ich selber eine Pik-Doppellusche hatte und abgeworfen habe. Also Pik-König war der siebte Pik und ich dachte, da wäre noch was unterwegs. Damit habe ich es in dem Fall Spieler 3 also leicht gemacht, beziehungsweise den Schneider, der ging jetzt auf meine Kappe, ganz klare Sache. Und da merkt man dann auch so, das sind dann die ersten Frustmomente. Das sind vielleicht die ersten Folgefehler. Erstens mal, weil ich mir natürlich dieses Spiel vermasselt habe und zum anderen auch, weil ich jetzt hier aber auch gegen Spieler 1 mich geärgert habe, dass ich da nicht rankomme an die schönen Ansätze. Und das ist natürlich nicht gut. Das ist eine typische Skat-Spieler-Eigenschaft, aber genau das gilt es zu vermeiden, sich aufgrund von vorherigen Ereignissen, auf die du keinen Einfluss hast, jetzt selber in der eigenen Konzentration stören zu lassen, ablenken zu lassen und dann anzufangen, selber nicht mehr präzise zu spielen. Ja, es ist immer leicht gesagt und schwer zu tun, aber da könnt ihr sehen, ja, vielleicht war der Druck dann hier auch ja, ein bisschen viel. Vielleicht auch mit der parallelen Aufnahme noch. Also auch noch im Wissen, nicht nur ich habe mir hier dieses Spiel verkaspert, sondern ich will es euch ja auch zeigen. Ich will euch diese Liste präsentieren. Und ja, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Wenn es gibt gewisse Spiele, die würdest du an sich lieber niemandem erzählen. Die nimmst du still mit nach Hause und sagst ja, alles klar, ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe, aber ich muss es ja jetzt nicht an die ganz große Glocke hängen. Diese Möglichkeit, die räume ich mir in dem Fall natürlich nicht ein, denn ja, das Spiel, das Turnier ist natürlich einfach zu interessant und zu spannend. Es geht um zu viel, als dass ich euch das hier vorenthalten möchte. Aber auch das mag ein kleiner Grund gewesen sein, dass jetzt der Konzentrationsfaden noch ein bisschen mehr gerissen ist. So, letztes Spiel. Ich habe noch mal gut gefunden. Ich habe noch mal ein ordentliches Spiel. Bin hier von oben über Trumpf losgelaufen, um nicht noch irgendwie gegen eine gleichmäßige Trumpfverteilung einen Abstich der Karo 10 zu kassieren. Gegen 4 Trumpf mache ich mir hier keine Sorgen, denn ich gebe in der Beikarte ja nur einen kleinen, naja, einen Stich ab. Wie klein oder groß der wird, es steht noch auf dem anderen Zettel auf jeden Fall. Hatte ich ja auch 20 im Keller. Wenn Karo Ass 10 nach Hause geht und Pik 10, dann ist das Ding natürlich gewonnen. Also, den nehme ich mit. So, was macht ihr jetzt mit der Herzdame? Kommt zu einer Entscheidung. Da habe ich noch mal einmal Glücksspieler 3, hat jetzt auch nicht mehr ganz genau aufgepasst, hat hier noch auf unsinnigerweise, muss man sagen, auf die Herz 10 geschnippelt, unsinnigerweise, insofern als der Stich ihn auch nicht zum Sieg gereicht hätte. Deswegen umso leichtfertiger mir hier noch den Schneider eingeschenkt. Gut, nehme ich mit. Endergebnis Serie 2, 200 für Spieler 1, der ganz stark gestartet ist. 580 für mich, der das erste Mal im Spiel 16 überhaupt ein Spiel gemacht hat. Ja, und wenn ich mir in Spiel 18 das Spiel nicht verrolle, dann komme ich hier noch auf 750 Punkte. Roundabout und hätte noch eine sehr, sehr schöne Liste daraus gemacht. So gehen die Glückwünsche an Spieler 3. Der hat neben der ersten guten Serie eine fast identisch zweite gute Serie von knapp 800 hingelegt und ist damit ja, ein bisschen weiter oben noch im Rennen. Was haben wir jetzt liegen? 814, 180. Naja, dann müssen wir jetzt langsam wieder ein bisschen in den Tritt kommen und hoffen, dass es in den nächsten Serien besser läuft. Ja, fragt mich gerne, wann ich die Serien bringe. Ich kann es euch von jetzt noch nicht genau sagen, wann ich in der Stimmung bin. Sicher nicht direkt morgen, aber irgendwann die Tage geht es dann weiter mit Serie 3. Morgen machen wir SenseCard abends wieder, ne? Morgen ist Sonntagabend, da können wir wieder gemeinsam zocken. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer gut Blatt.